Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute nach einer etwas längeren Pause wieder bei einer Weltstadt Wien Veranstaltung ganz herzlich begrüßen. Es ist noch nicht lange her und trotzdem erscheint es uns wie im wahrsten Sinn des Wortes in einem anderen Jahrhundert angesiedelt gewesen zu sein. In diesem Sinne darf ich jemanden bitten, der vom anderen Jahrhundert in das heutige hereinreicht und von ungebrochener Juvenilität ist. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst danke ich dem Verein Weltstadt Wien für die Einladung nach Wien und vor allem in dieses schöne Haus. Zeichnet denn ein Gefängnis, in dem Tore und Türen geöffnet werden, hört auf, eins zu sein. Ein schönes Bild, ein Gefängnis, in dem Tore und Türen geöffnet werden, ist keins mehr. So war sein Empfinden für den 9. November 1989. Doch so weitsichtig wie Günter de Bruyne waren nicht alle. Es gibt zwar heute viele, die behaupten, sie hätten sofort gewusst, das ist die Grundschule der deutschen Einheit, aber das kennen Sie ja auch. Die Propheten, die die Vergangenheit voraussagen können, wachsen ständig. Es war uns zwar allen klar, jetzt beginnt eine neue Situation, denn Tage zuvor hatten wir die Bilder gesehen, wie die Menschen aus den Zeltplätzen in Ungarn über die Grenze hier nach Österreich kamen und hier durchgeschleust wurden. Die Ostdeutschen haben allen Grund, den Österreichern für die Hilfe in dieser Zeit dankbar zu sein. Damals bekam Václav Havel den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und er konnte ihn in der Paulskirche in Frankfurt nicht in Empfang nehmen, weil er gerade mal wieder einsaß. Und an seiner Stelle nahm Maximilian Schell den Preis entgegen und hielt die Dankesrede. Und da war ein Satz drin, der mit mir seit dem Tag haften geblieben ist. Lautete, die Kommunisten haben es geschafft, dass das schöne Wort Sozialismus zum Knüppel verkommen ist. Das Wort zum Knüppel verkommen. Eine Vision, die diskreditiert ist und von den Menschen nicht mehr angenommen wurde. Eine zweite Gruppe, das waren die aus der Bürgerbewegung kommenden, die meint, nun nachdem die alten Fesseln abgeworfen werden, ging es darum, am runden Tisch, der zunächst im Bonhoeffer Haus, im Haus der Evangelischen Kirche, später im Schloss Niederschönhausen tagte, die neue DDR zu entwerfen. Und sie sollte nach ihrer Auffassung sein, klein, bescheiden, pazifistisch, ökologisch, in nie gekannter Weise demokratisch, nämlich basisdemokratisch und himmlisch gerecht. Ein rechter, kleiner Gottesstaat mitten im Herzen Europas. Nur wie man sowas finanziert, war ich nicht ganz so bewusst. Wie gesagt, diese Volkskammer wurde gewählt. Diese wählte dann am 12. April eine Regierung, der ihm vorstehen durfte und die den merkwürdigsten Auftrag erhielt, den eine Regierung überhaupt bekommen kann. Er lautete nämlich, macht euch so schnell wie möglich überflüssig. Verabschiedet den Staat, den ihr leiten und repräsentieren sollt aus der Weltgeschichte. Das ist psychologisch gar nicht so einfach. Sie werden ja wahrscheinlich, ist das in Österreich auch nicht viel anders, wissen, dass normalerweise Politik auf Machterhalt und Machtverfestigung strebt und mit den klebrigen Stühlen was zu tun haben und so weiter. Nein, wir sind angetreten mit der erklärten Absicht, wir machen uns überflüssig. Deswegen sehr schnell die Verhandlungen über die Durchführung einer Währungsunion, großer Streit, was ist der richtige Kurs, was ist ökonomisch richtig, was ist politisch richtig, können wir dies durchstehen, ähnliches mehr. Aber zugleich sagt die Bundesregierung zu Recht, wenn wir unsere Währung zur gesamtdeutschen Währung machen, da müssen wir gleiche wirtschaftliche Bedingungen haben, da müssen wir gleiche steuerrechtliche Bedingungen haben, müssen wir gleiche Investitionsbedingungen haben. Also der erste Staatsvertrag über die Währungswirtschaft und Sozialunion verpflichtete uns zu einer unglaublichen Gesetzesarbeit. Wir haben damals drei Stufen gehabt. Wir übernehmen bundesdeutsches Recht, wir ändern DDR-Recht noch, wir schaffen neues DDR-Recht und die letzte Gruppe war, welche Rechte, welches Gesetz Westdeutschland wird geändert. Der Bund sagte mir, wir können das gar nicht verhandeln. Und ich sagte, ich gehe nicht in eine Regelung, in eine Einigung mit, ohne dass geregelt ist, was aus den Ostdeutschen wird. Also jetzt heißt es im Artikel 35, die im Artikel 3 genannten Gebiet, das war das Beitrittsgebiet oder die ostdeutschen Länder, erworbenen Berufs- und Ausbildungsabschlüsse sowie akademische Grade bleiben in dem Gebiet anerkannt, in anderen Gebieten ist ihre Gleichwertigkeit festzustellen. Das heißt, wenigstens in den ostdeutschen Ländern blieben alle Berufsabschlüsse anerkannt. Soweit sie im Westen anerkannt werden wollten, musste das beantragt werden, ein Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit.
Das ist beim Mediziner relativ einfach. Der findet den Blinddarm in München an der gleichen Stelle wie in Berlin. In Anamofen ist das schon sehr viel schwieriger. Wir haben damals gesagt, es ist kein Vertrag im üblichen Sinne, sondern eigentlich fast ein Kontrakt sozial, ein Gesellschaftsvertrag, mit dem wir die Spielregeln bestimmen, nach denen wir gemeinsam Deutschland wieder aufbauen wollen. Ich denke, es ist uns im Wesentlichen gelungen, wenngleich viel über den Einzelvertrag geschimpft und gemeckert worden ist. Aber Sie wissen, der Deutsche ist wirklich produktiv, nur wenn er zugleich auch meckern kann. Und ich sage immer, wir meckern heute zumindest auf einem wesentlich höheren Niveau als noch vor 20 Jahren. Aber Sie waren zufrieden und wir konnten dann den Vertrag unterschreiben. Und wir gingen rein und da war ein großer Tisch und da lag sechs Füllfederhalter. Und ich ging rein und dachte mir, wenn du rausgehst, den Füllfederhalter, den nimmst du mit. Den bekommen deine Enkel, denn das ist quasi der Friedensvertrag, mit dem sie einigen in Deutschland. Das ist die zweitwichtigste Unterschrift meines Lebens, wenn ich mal die von der Art, die ich vom Standesamt Berlin Mitte geleistet habe. Und im Rausgehen, ich hatte ein schlechtes Wissen, gucke ich mich doch so um, ich stelle fest, die anderen fünf Füller sind auch weg. Offensichtlich muss das die anderen Mitunterzeichner so auch so bewegt haben. In Geschichtsbüchern habe ich später gelesen, die Außenminister hätten die sechs goldenen Füllfederhalter mitgenommen. Es handelt sich um ein Billigprodukt, Made in Taiwan mit einer vergoldeten Feder. Am 2. Oktober 1990 spielte Kurt Masur im Schickelschen Schauspielhaus den Beethoven 9. Und ich sollte vor ihm reden und wir standen draußen. Ich sagte ihm, Herr Professor, ich habe ja solches Fracksausen. So nennt man oder Musiker, wenn man Angst hat. Und dann sagt er, na und ich erst. Ich sage, Herr Professor, Sie haben doch die Leute Beethoven schon x-mal dirigiert. Ja, sagt der Junge, aber noch nie zur deutschen Einheit. Danke Ihnen. Danke, Herr de Maizière. Ich glaube, im Namen aller sprechen zu können und wenn wir wirklich Zeuge eines unglaublich spannenden, nicht Vortrages, sondern Abends geworden sind und sage ich jetzt auch bewusst, dass ein, sage ich wirklich Lokalpolitiker, auch wenn ich Bundesminister bin, angesichts dessen, was Sie gerade vorgetragen haben, die weltgeschichtliche Dimension dessen, was da in wenigen Wochen, wenigen Monaten abgelaufen ist, womit Sie sich beschäftigen mussten, was die Herausforderungen waren, jedes einzelne Problem, das Sie angreifen mussten, ist eines, das normalerweise in einem Politikerleben gar nicht stattfindet, von dieser Größenordnung und von dieser Dimension. Und das ist bei Ihnen sozusagen an der Tagesordnung gestanden.